So, ich heiße euch mal herzlich willkommen. Hier ist mal wieder Björn und endlich werde ich mal bei an der Mother 3 Übersetzung weitermachen. Einfach mal für den Anfang. Ich habe mir heute vorgenommen, das Spiel quasi von Anfang bis Ende mehr oder weniger durchzugehen und alles zu übersetzen, was noch nicht übersetzt ist. Aber bisher erstmal nur das, was den eigentlichen Haupttext betrifft, also den Storytext quasi. Kampftexte und so weiter sind größtenteils noch nicht übersetzt, auch Itemnamen und so weiter sind immer noch nicht übersetzt. Die werden dann ganz zum Schluss dran kommen, wahrscheinlich. Aber wie immer, oder beziehungsweise wie immer, wie letztes Mal, ist halt auch wieder die ganze Aufteilung von wegen. Moment, lassen wir mal einen Cursor suchen hier. Der Text ist quasi der englische Text, einfach mal um zu sehen. Hier englischer Originaltext, darunter der deutsche übersetzte Text von mir. Hier ist quasi welcher Block im Spiel, welcher Textblock im Spiel gerade aktiv ist. Hier die entsprechende Zeile, also hier kann ich einfach umschalten, bla bla bla. Dann hier ist der große Bereich, einfach als Vorschau für wie es im Spiel aussieht. Und ja, hier ist euer Chat. ich bin hier jetzt gerade noch im Debug-Raum. Einfach nur, damit ich den direkten Zugriff habe auf alle Kapitel und so weiter und mich auch einfach mal auf Level 99 hochleveln kann, sobald ich da einsteige. Beziehungsweise das mache ich jetzt ganz kurz. So, schon Level 99. Und dann fangen wir einfach mal im Prolog an. So. Heißt natürlich, ich muss auch alles untersuchen auf eventuelle Fehler und so weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann könnt ihr das ruhig in den Chat schreiben und ich werde so gut es möglich ist, die Fragen auch beantworten. Und wenn es ein paar Aussätze gibt, es liegt einfach daran, dass mein Rechner nicht kräftig genug ist, um den Emulator gleichzeitig mit dem Streaming und der Aufnahme von dem Streaming zu verwenden. Also ich bitte mal darüber hinwegzusehen, dass es ab und zu so ein bisschen stottert. Alles gut soweit. Aber hier merkt man jetzt auch schon, dadurch, dass ich im Debug-Raum war, wurde irgendwie was gesetzt, dass jetzt Alex Haus hier oben im Sonnenuntergang quasi auftaucht. Warum, weiß ich nicht. Man kann auch nicht mehr ins Haus zurück, aber das gibt mir auch nur noch mehr Möglichkeiten, alles zu testen. Ich schreibe mir am besten mal auf, dass ich den Satz dann nochmal ein bisschen anders übersetzen muss. Oh.
Ach, jetzt hätte ich zuerst zu Alec reden sollen. Egal. Auch wenn euch irgendwelche Fehler auffallen im Text, dann direkt mal schreiben, dann kann ich die auch sofort verbessern. Ja, The Marvel's Grill ist immer noch, solche Artikel und so weiter werden im endgültigen Patch nicht vorhanden sein. Da steht halt einfach nur dran, du trafst auf Maulwurfsbrille. Und das war's auch dann. Also, weil das ist einfach zu viel umhergecode und bla bla bla. Da habe ich ehrlich gesagt einfach keine Lust drauf. Und Grafiken werden natürlich auch noch später eingesetzt und übersetzt. Beziehungsweise in andere Reihenfolge. Erst übersetzt und dann umgesetzt. Naja. Vielleicht irgendwann mal anders. Schauen wir mal, ob Omelette richtig geschrieben ist. Haha. Bin ich mir nämlich gerade gar nicht sicher. Ah! Ich glaube, da mache ich lieber. Na, kann man mit und ohne E am Ende schreiben. So, das würde ich schneller machen, weil da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Den Text habe ich 5 Millionen Mal schon gelesen, da ist kein Schreibfehler drin. So, da sollten jetzt allerdings gleich die ersten übersetzten Grafiken auftauchen, im Sinne der Kapitel-Titel.
hinzufügen. Immer noch Level 9. Da wird sie wahrscheinlich so schnell auch nicht dran. Erhielt der Stock. Hallo Roxas. Wenigstens einer, der mal was schreibt. Roxas, bist du gerade erst dazugekommen oder warst du auch jetzt schon von Anfang an dabei? Okay, dann erkläre ich dir da nochmal ganz kurz, weil du der Erste bist, der was schreibt, erkläre ich nur ganz kurz, wie ich das jetzt vorhabe. Ich spiele jetzt gerade das Spiel quasi von vorne bis hinten durch und alles, was noch nicht übersetzt ist, werde ich dann parallel übersetzen quasi. Ich meine zwar, dass ich hier in den Orten schon viel übersetzt habe, aber naja, man kann ja nie wissen. Ich habe dementsprechend auch das Skript derzeit soweit angepasst, dass keine Textfehler mehr auftauchen sollten. Dementsprechend, ja. Alles, was halt nicht übersetzt ist, kommt dann halt auf Englisch. Wenigstens. Aber auch nicht mit allen. Ja, gut. Dass du dabei bist, ist jetzt ja auch kein Zufall. Ich meine, du bist ja, glaube ich, auch, verfolgst ja auch die Facebook-Seite, oder nicht? Ah, Mist. Das ist gut. So, kann funktionieren. So, mit allem werde ich jetzt auch nicht reden. Ich kann schon davon ausgehen, dass wenn mehr als 50% der Sachen, die ich da aufzähle... Nee, Quatsch. Wenn einige Texte übersetzt sind, habe ich wahrscheinlich die ganze Map davon auch übersetzt. Die ganzen Blöcke sind ja immer auf Maps fixiert. Das ist gut. Also quasi auf Areale. Nuss. Dann bist du hier genau richtig. Ich glaube, hier drin habe ich noch nichts übersetzt. Ganz genau. So. Endlich mal die ersten Texte, die ich übersetzen kann. Da muss ich erstmal suchen, wo sich der Text befindet. 131. 131. Achso.
Shit. Ach, verdammt. Das Übersetzungsprogramm ist immer noch ein bisschen buggy manchmal. So, was passiert jetzt? Oh nein! Oh nein! Oh, Kacke. Es ist tatsächlich ein Haufen Arbeit, das zu übersetzen. Ja, das stimmt. Ich bin ja jetzt auch schon seit 4 Jahren oder so mindestens dran. Na, 4 Jahre. Noch keine Ahnung. Viel zu lange auf jeden Fall. Ach, genau der. Hä? Okay, warum wird das jetzt nicht angezeigt? Ah, okay. Das da, das da, das da. Okay, das ist auf. Nee, das ist nicht. Das. Natürlich. Block Nummer 2, Nummer. Genau, so. Alles in Ordnung. Load Script. Ja, da sind übersetzte Texte. Was, ein Standbild? Bist du sicher? Ah, okay. Gut, gut. Dann machen wir mal weiter. Bald. Tatsächlich Mother 3, weil einfach die Story mich einfach so knallhart mitnimmt. Das ist quasi wirklich der Grund. Mother 3 ist für mich bestes Mother-Spiel. Danach kommt Earthbound, dann kommt Earthbound Zero. Oder Earthbound Beginnings, wie man es jetzt auch immer nennen will. Wie übersetze ich das irgendwie proper? Ja, auf Mother 4 freue ich mich auch total. Ich habe zwar das Team schon gefragt, ob die mit dem Release von dem Spiel auch gleichzeitig Übersetzungstools rausbringen, aber ich habe da leider keine Antwort drauf bekommen. Weil ich hätte schon ziemlich, ziemlich arg viel Bock darauf, Mother 4 dann auch direkt zu übersetzen, wenn ich mit Mother 3 fertig bin. Jetzt fällt mir nicht ein, wie ich das übersetzen soll. Genau.
glaube, höflich ist nicht das Wort, das ich suche, aber fällt gerade nichts Besseres ein. Ah, das ist cool. Dann freue ich mich gleich doppelt so stark auf das Spiel. Ich hoffe halt wirklich, dass sie das dieses Jahr schaffen, weil die wollten es ja eigentlich jetzt, wollten es zuerst im Sommer letztes Jahr rausbringen, dann im Winter und ja. Und jetzt kommt es, wenn es fertig ist. Ja, ist auch okay, dass die das nicht machen, weil sonst würden die halt in rechtliche Probleme geraten, sehr wahrscheinlich. Sobald die Geld dafür kriegen für das Spiel, ist es halt einfach, ist es halt rechtlich so, die verdienen dann Geld mit einer IP, die ihnen nicht gehört, und dann ist halt das Fass sofort dicht bei denen. Kann ich leider nicht sagen. Ich habe einfach keine Ahnung. Dadurch, dass ich jetzt auch schon viel zu lange dran sitze und es immer wieder aufschieben musste oder und zum Teil auch einfach aufgeschoben habe, weil ich keinen Bock drauf hatte, ich kann es nicht sagen. Ich warte auch immer noch auf die Bestätigung, dass Nintendo tatsächlich an einer Übersetzung offiziell arbeitet, um das Spiel auf der Virtual Console rauszubringen. Und habe eigentlich auch davor gesagt, von wegen, dass ich nicht weitermache, solange ich nicht genaueres weiß, aber. Ich habe jetzt halt Bock zu übersetzen, also mache ich jetzt so lange erstmal weiter. Genau sagen kann ich es nicht. Es kann dieses Jahr sein, kann aber auch erst nächstes Jahr sein, es kann aber auch erst 2020 sein. Ich habe keine Ahnung. Also es tut mir auch leid, dass ich nichts Genaues sagen kann, aber ich möchte mich halt einfach nicht auf ein Datum festlegen. Ich möchte es dann rausbringen, wenn es fertig ist und die Übersetzung quasi perfekt ist.
Aber das ist halt wirklich viel. Also ich meine, man sieht ja hier 1000 Blöcke, was nicht ganz stimmt. Das sind wahrscheinlich nur so 7, nee, nicht 700, aber ja, keine Ahnung. 750 bis 800 Textblöcke. Aber die haben halt im Durchschnitt so 30 bis 40 Textzeilen und jede Textzeile hat halt mehr oder weniger Text. Manchmal ist es nur ein Wort und manchmal ist es halt wirklich 3 Seiten effektiv Text, aber das ist es halt. Und es ist halt ein Haufen Arbeit. Und das ist ja auch nur der Storytext. Es ist ja auch noch Kampftext dabei, Item-Namen, Item-Beschreibungen, Gegnernamen, Gegnerbeschreibungen, Grafiken. Und Grafiken werden noch ganz, ganz lustig, weil die speziell komprimiert werden. Und die muss ich dekomprimieren, dann muss ich sie bearbeiten, dann muss ich sie komprimieren und hoffen, dass die neue Grafik gleich groß oder kleiner von der Dateigröße her ist als das Original. Und dann funktioniert's. Und dann auch nur vielleicht, wenn die Grafiken gar nicht funktionieren, werde ich da auch die Grafiken soweit nicht übersetzen. Außer wie es nötig ist. Aber das ist halt so viel mehr Arbeit, als man sich denkt. Das ist halt nicht einfach nur Text übersetzen. Und selbst wenn es einfach nur Text übersetzen wäre, würde man trotzdem monatelang dran sitzen. So, jetzt muss ich hier kürzen. Ich meine, ich habe auch schon mal überlegt, einfach ein Teil-Patch rauszubringen. Aber das ist halt einfach nicht die Art und Weise, wie ich das veröffentlichen möchte. Ja, wie gesagt, ich hatte häufig schon keinen Bock mehr, das weiter zu übersetzen, hab's aber trotzdem gemacht. Einfach, weil ich's für mich auch wollte. Weil ich persönlich habe halt auch Bock drauf, das auf Deutsch zu spielen. Ich werde auch das ganze Spiel nochmal auf Deutsch spielen, sobald ich es fertig übersetzt habe. Auch wenn ich jetzt gerade, wenn ich, ja, wenn ich es nicht direkt danach spiele. Weil dann habe ich wahrscheinlich auch erstmal genug Mother 3 gesehen. Ich mache das alles alleine. Die einzige Hilfe, die ich krieg, ist mein Duden und mein Englisch-Übersetzungswörterbuch. Beziehungsweise ich kann auch Tomato fragen, also derjenigen, der es ins Englisch übersetzt hat, ob er mir bei dem und dem was helfen kann. Aber das ist auch meistens nur in dem Sinne von wegen, wo kommt der Name her oder bedeutet das und das irgendwas und also es ist halt keine große Hilfe möglich, wirklich.
deinen Cursor, dankeschön. Jetzt fällt mir leider der Name gerade nicht ein. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie weit der wirklich ist. Und ich denke, das sind halt auch. Ich glaube, der hat eine kleine Gruppe von Leuten. Aber. Wie gesagt, ich weiß den Status nicht. Ich weiß auch nicht, ob die gerade noch weiterarbeiten. Ich habe ihm zwar gesagt, er soll mich ruhig regelmäßig mit Updates füttern, aber. Hat er jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Ja genau, Pokéclaw. Das war's. Ich meine, das, was er mir bisher gezeigt hat, ist definitiv nicht schlecht. Es ist allerdings auch nicht so, wie ich es machen würde. Aber das habe ich ihm auch gesagt und... Oder zumindest glaube ich, dass ich ihm das gesagt habe. Und ja. Ich meine, jeder geht anders ran an so eine Übersetzung. Und ich mach's halt möglichst so, vor allen Dingen, dass es sich natürlich anhört. So, ich sag mal, dass man den Text lesen kann und man sich denken kann, hey, genau so soll es sich in meinem Kopf auch anhören. Und keine Ahnung. Es soll halt gut sein, schlicht und ergreifend. So, hab fertig übersetzt. Das ist nett, dankeschön. Nusskeks. Wieder auch ein. Ja, da fehlt zum Beispiel jetzt schon die Itembeschreibung. Musik ist super. Ist auch von dem, wie heißt der jetzt nochmal, Shogo Sakai, glaube ich, heißt der, geschrieben. Der hat auch den Soundtrack zu Smash Bros. Melee, glaube ich, gemacht.
Und noch so ein bisschen Zeug. Aber das ist das, was mir am ehesten einfällt. Boah, 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 boah. Das muss ich gerade erzählen. Wow. Was vor allen Dingen extrem kompliziert ist in dem Spiel, sind halt die ganzen Haikus, um Gottes Willen. Da sind so viele Haikus in dem Spiel. Und die dann zu übersetzen, dass es auch die 5-7-5 Reihenfolge beibehält, ist halt... Boah. Also mir gefallen tatsächlich der Soundtrack von Mother 3 und Earthbound gleich gut. Die versprühen einfach beide extrem viel Atmosphäre. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon so hatte. Zunder, der im Englischen Leiter heißt, der hieß... Ich glaube, der hieß letztes Mal noch Zünder. Ich habe das aber irgendwie in Zunder umgeändert, weil... Weil es besser ist. Weil Zünder klingt scheiße. Böstarte. Böstarte. Ja doch, ich glaube, das war richtig. Aber im Englischen Yam-Monster. Und was war das? Ja, nee, die Yams-Wurzel ist ja quasi Süßkartoffel. Und eine Batate ist eine Kartoffel. Oh, da habe ich echt meinen Thesaurus aufschlagen müssen. Und ich glaube auch, dass für einige Gegnernamen, dass ich da ganz viel Scheiße einstecken muss. Aber dann sollen sich die anderen halt was besser einfallen lassen. Oh, Cayenne Ahnung. Das ist gut zu wissen, dass der Cayenne Ahnung hat. Cayenne Ahnung. Ja. Jetzt hat er wieder Ahnung. Nee, jetzt hat er keine Ahnung. Ja, ich würde auch wirklich weitestgehend das so machen, wie ich das möchte. Aber wenn jetzt wirklich irgendwelche ganz bescheuerten Schreibfehler oder Grammatikfehler oder andere Fehler drin sind, dann werde ich die natürlich auch ersetzen. Vor allen Dingen, wenn der Grund dafür einfach ausschlaggebend ist. Das ist, ja. Weil ich kann jetzt nicht sowas schreiben wie,
der tut böse sein, weil sowas würde sofort angekreidet werden, hoffe ich zumindest. Weil der tut das machen, geht halt nicht. Ich weiß. Müssen die Musik jetzt so schnell? Ah, okay, schon geht's wieder. Mann, das ist. Okay, das war wahrscheinlich nur ein Glitch. Das habe ich gerade nicht gelesen, was da stand. Glutwürmchens irgendwas. Super. Werde ich aber müssen. Ich werde das nochmal durchlesen. Beziehungsweise, ja, ich muss es nicht alleine lesen. Ich habe auch schon ein paar Kumpels, die sich bereit erklärt haben, da das Spiel nochmal durchzuspielen. Weil die wollen ja auch das Spiel spielen. Und mir dann halt einfach zu sagen, hey, das ist falsch, kann man das nicht anders machen, das ist unklar und so weiter. Weil ich meine, auch um jetzt nochmal auf das Durchlesen zu kommen, in der englischen Übersetzung war es ja nicht anders. Tomato und Co. haben ja auch das ganze Ding, ich glaube, 3 oder 4 Mal neu übersetzt, nicht neu übersetzen müssen, aber durchschauen müssen halt. Und um zu gucken, dass da keine Fehler drin sind, dann waren trotzdem noch welche drin. Und das ist halt einfach, um es genau zu sagen, es ist schlicht und ergreifend unprofessionell, etwas voller Fehler abzugeben. Du kannst das Spiel doch auch durchspielen, oder kannst du kannst du Englisch nicht so gut? Okay, gut, ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Mein Vater wäre froh zu wissen. Klingt ein bisschen doof. Eigentlich 13. Zeile 80. Weiß ich. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch irgendwo eine Totalzeitschrift rumliegen, in der Mother 3 eben, also als Earthbound 64 vorgestellt wird, mit den ganzen Screenshots, die man auch auf Starman.net und so weiter sieht. Und ich habe für Earthbound Central habe ich Tomato damals sogar ein paar Scans, glaube ich, geschickt, wenn ich's richtig weiß, weil da auch ein paar Screenshots waren, die noch nicht bekannt waren. Und ja, ich hätte damals, als ich das Spiel gesehen habe, hätte ich das unglaublich gerne gehabt. Ich wusste damals noch gar nicht, was Earthbound ist oder die Mother-Reihe. Und das Spiel sah einfach so gut aus und die Features, die dran standen, von wegen mit dem 64DD-Laufwerk, da ist dann auch Echtzeit Tag und Nacht möglich und Fußspuren werden im Sand werden gespeichert. Und das war so ein Feature, wo ich mir echt gedacht habe, geil, das möchte ich haben. Aber das war ja auch, wann waren das? 96, 95, 96, so rum. Also schon, boah, das ist schon 20 Jahre her. Scheiße. So schnell vergeht die Zeit. 20 Jahre. Ja gut, aber schlussendlich haben wir trotzdem noch ein super gutes Spiel bekommen. Ich würde eigentlich alles geben, um einen Prototypen von der N64-Version in die Finger zu kriegen, der halt auch funktioniert. Aber ich glaube, das wird so schnell, wenn überhaupt, nicht vorkommen. So, das werde ich mal durchklicken, weil das weiß ich, dass es übersetzt ist. Das habe ich tatsächlich vorhin erst als. Ja, die Beta wirst du nicht finden. Oder beziehungsweise den Prototypen halt. Den gibt's wahrscheinlich wirklich nur hinter verschlossenen Türen bei Nintendo selbst. Auf jeden Fall, es gibt definitiv keinen Prototypen in irgendeiner Sammlung oder sonst was. Das hätte ich wahrscheinlich schon ganz schön schnell gewusst, wenn das so wäre. Ah, Deutsch. Na? Das ist auch alles Deutsch.
Aber der müsste jetzt auch Level 90 sein. Genau. Wie gesagt, das wird so schnell nicht vorkommen. Ich meine, Nintendo ist sowieso extrem behutsam, was das angeht, solche Prototypen und so weiter. Und wenn die leaken, dann stimmt halt auch irgendwas bei Nintendo nicht. Dann ist da irgendwo jemand, der einfach böse Sachen macht, sozusagen. Lori ist gerade richtig? Ja. Hier muss alles deutsch sein, genau. Obwohl es Higher von Hisp ist Schlangen, oder? Ist 89. Bereit. Wie heißen die Hisp ist Schlangen eigentlich auf Englisch? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Oso Snake und das war ja doof. Hispis hört sich gut an. Meine Entscheidung. ich werde es dann auch livestreamen, ja. Aber erst, wenn es fertig ist. Ich habe zwar auch schon mal ein Playthrough auf Englisch angefangen, also mit der englischen Version, aber nö, habe ich da keinen Bock drauf mehr. Kann man aber auf meinem YouTube-Kanal angucken, den einen Part. Den habe ich, glaube ich, da habe ich den Prolog und die erste Hälfte oder vielleicht sogar das ganze erste Kapitel durchgespielt. Ich meine, ich überlege es mir sowieso noch, ob ich das, wahrscheinlich werde ich das doch eher offline durchspielen, dann, sobald der Übersetzung fertig ist. Weil ich ja, naja, habe ich noch nicht gesagt, aber weil ich vorhabe, eigentlich die Livestreams in Zukunft auf Englisch zu halten, bis auf den hier mit der Mother 3 Übersetzung. Und alles, was ich für meinen YouTube-Kanal mache, will ich auf Deutsch machen. Sprich, online Englisch, offline Deutsch. Weil dann habe ich einfach mehr Möglichkeiten, Sachen zu bearbeiten und so weiter. Ups. Das klingt scheiße. Ja, es gab ein Deutsch-Team, sag ich mal, vor mir. Und da ist dann aber auch wieder. Da ist wohl alles kaputt gegangen. Das war, ich glaube, es waren 7 Leute, irgendwie sowas. Und, da war halt einfach die Ordnung nicht dabei.
scheinbar. Aber ich habe von denen deren Sachen auch bekommen. Allerdings haben die vom Haupttext, glaube ich, so ziemlich gar nichts übersetzt gehabt. Nur die Item-Beschreibungen und was weiß ich, also die ganzen Beschreibungen, Gegner-Items, Fähigkeiten und so weiter. Und sonst war eigentlich nicht wirklich viel gemacht. Also es war so gesehen eigentlich nicht mal wirklich 20% fertig. Und als die dann halt abgebrochen haben, habe ich mich bei Tomato gemeldet. Noch, das war bevor die Übersetzungstools öffentlich gemacht wurden. Und hat er gesagt, ja klar, das alte Übersetzungsteam ist weg und wir haben schon mal ein paar Mal miteinander über das und das und das geredet. Dir vertraue ich, also bitteschön, hier sind die Tools, da ist Zugang zum internen Forum, da kannst du noch nachlesen, was die gemacht haben, bla 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 bla. Und das ist halt jetzt auch schon 4-5 Jahre her. Sprich mit mir. Samtfleisch. Oh mein Gott, die ganzen Artikel und so muss ich auf jeden Fall entfernen. Mini-Mini-Amulett. Ein bisschen mehr als 50%, ja. Ich glaube, ich bin sogar schon bald an 60 dran. Also ich kann das sehr genau mir anzeigen lassen. Moment. Muss ich nur kurz hier speichern. Speichern, anderes laden. ...56,45% für den Haupttext, und wenn man dann noch ein paar andere Texte mit reinbringt, dürfte ich wirklich so ziemlich knapp auf 60% sein, denke ich.
Ja, mich wie gesagt auch. Also, am Ende sind Tränen geflossen, auf jeden Fall. Das ist halt schon ziemlich krass. Boney. Wie der Knochen. Boney. Ups, jetzt heißt das da einfach. Ah. Na, ist gar nicht so schlecht, dass der jetzt A heißt. Weil dann kann ich wenigstens testen, wie es aussieht, wenn die breitesten Buchstaben verwendet worden sind für einen Charakternamen. Ja, ich hab vorhin im. Achso, ja, da war es nicht da. Ich habe im Debug Room angefangen. Da konnte man alle Charaktere auf Level 99 setzen. Das habe ich gemacht, damit es für mich leichter ist, das Zeug zu übersetzen und nicht so schwer und so bla bla bla. Weil ich habe jetzt keinen Bock, bei den Kämpfen zu sterben und dann alles neu machen zu müssen. Weil es geht mir ja um die Übersetzung und nicht um die Story und bla bla bla.
So leicht. Ja, die ganzen Item-Beschreibungen, Fähigkeiten-Beschreibungen, bla bla bla, sind zum Großteil noch nicht übersetzt. Das werde ich auch erst tun, sobald ich den Haupttext durch habe. Gleich mal dafür, weil da jetzt 0064 steht. 0064 ist die Nummer für diesen T. Ach genau, da wollte ich gerade mal schauen. Das habe ich mir nur eingefügt als Gedächtnisstütze. Ist mir beim Übersetzen was Schlimmes passiert? Nicht wirklich. Das Schlimmste, was beim Übersetzen in dem Spiel passieren kann, ist, dass das Spiel abstürzt. Aber das ist eigentlich schnell gefixt, weil meistens ist einfach nur ein Schreibfehler in irgendeinem Befehl oder sowas. Also wirklich Schlimmes ist mir bisher noch nicht passiert. Okay, warum habe ich... Das heißt... So, jetzt darf ich mal ganz schnell meinen Text für Dings öffnen, für Items.
Item names. Sehr schön. Ah, okay, deswegen. Gut, bleibt erstmal. Ich bin 29 und werde nächsten Monat tatsächlich 30. Ja, schon gefixt. Vor allen Dingen das Doppel-K stimmt natürlich auch nicht. Also so wie es jetzt hier zu lesen ist, so ist es richtig. Ja, das ist halt auch wirklich eine Stelle voller Emotionen auch tatsächlich. Einfach weil, ja, es wird ab einem bestimmten Zeitpunkt nichts gesagt, sondern einfach nur gezeigt. Und das ist, da, sowas auf, überhaupt auf dem Game Boy Advance hinzukriegen mit ein paar Pixeln ist halt schon ziemlich krass.
genau die Szene, die ist es, wo ich gemeint habe. Da wird jetzt nichts gesagt und einfach nur Tessie wird weggeschubst und Flint haut das Feuer kaputt und bla bla bla. Das ist richtig krass. Da ist halt so viel Emotion drin in der einen Szene. Und die Szene, die gab es ja auch schon in der N64-Fassung. Das ist ja auch das Krasse, also dass halt die Story effektiv eigentlich schon lange, lange gestanden ist, bis dann die N64-Fassung gecancelt worden ist und bevor dann die GBA-Version wieder auferlebt worden ist. Du hast die Ehre. 110. Wow, wie habe ich denn den Text übersetzt? Ist es richtig so? Richtig aufs Maul gegeben. Ich glaube, das klingt nicht ganz so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Schreibt immer mal stark verprügelt. Nee, stark ist eigentlich auch kein gutes Wort dafür. Richtig. Hart. Auseinandergenommen. So. Ausgenockt. Nee. Ich versuche solche Anglizismen möglichst zu vermeiden in dem Spiel. Wirklich alles, was Englisch ist, oder fast alles, was Englisch ist, hat in meiner Übersetzung eigentlich nichts zu suchen. Außer normale Namen. Also jetzt hier Bronson zum Beispiel oder Ollie, Abbott, wie auch immer, die ganzen Namen, die sind okay, aber ausgenockt. Da muss der Kontext für stimmen. Das ist jetzt gerade ein tragischer Kontext. Und da ist halt aufs Maul geben schon richtig scheiße. Aber sowas wie, du hast die richtig auseinandergenommen, passt dann, glaube ich, ein bisschen mehr in den tragischen Kontext rein. Zumindest mal, also, ich denke mal, man versteht, was ich meine. Und genau deswegen ist es halt auch wichtig, das Zeug einfach nochmal zu spielen, zu Beta-testen quasi, einfach damit man den Kontext auch hat, weil ich habe das einfach ohne Kontext übersetzt und das ist halt einfach nicht immer so gut. Ich habe schon einige Fan-Übersetzungen von diversen Spielen gesehen, die richtig scheiße waren, weil einfach der Kontext immer gefehlt hat. Weil die haben sich nie die Zeit genommen, das nochmal durchzuspielen. Selbst mit Cheats, meinetwegen wirklich. Wenn jemand nochmal eine neue Fan-Übersetzung von Secret of Mana oder sowas macht, oder auch von Secret of Mana 2 am besten in dem Fall,
Dann bitte einfach nur eure Charaktere auf Level 99 setzen, unendlich HP und MP, ist mir scheißegal, aber bitte geht alle Texte nochmal durch, weil es kann einfach nicht wahr sein, dass die Leute einfach nur blind übersetzen. Das nervt. So, und jetzt habe ich eine Nachricht ins Team bekommen. Ich hab gar nicht gewusst, dass es für Chrono Trigger ein Deutsch-Patch gibt. Ja, man lernt nie aus. Ich meine, ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, zu diversen Spielen ein Deutsch-Patch zu machen, wenn ich mit Mara 3 fertig bin. Ich meine, Earthbound ist auf jeden Fall noch ganz weit oben. Earthbound Zero muss ich noch fertig übersetzen. Da habe ich mal angefangen und nicht fertig gemacht. Da habe ich, glaube ich, ein Drittel oder auch zur Hälfte bin ich da fertig gewesen und habe dann aber mit Mara 3 angefangen, weil sonst wäre das noch nie fertig geworden. Und ja, Chrono Trigger wäre halt auch wirklich ein Projekt, wo ich richtig Bock drauf hätte, das auf Deutsch zu übersetzen. Aber das muss ich dann wirklich komplett machen insgeheim und so, weil wenn ich das bekannt geben würde, dann würde Square Enix sofort einen Cease and Desist schicken und ich könnte die Übersetzung vergessen. Die sind ja komischerweise bei ihrer Chrono-Marke ziemlich aufsässig. Obwohl die nichts damit anfangen. Hat er jetzt gerade wirklich nicht mehr was gesagt? Es gibt auch noch Chrono Cross für die PlayStation. Das ist eigentlich schon der Nachfolger zu Chrono Trigger. Und das ist halt schon lange, lange raus. Das gab es allerdings nicht in Europa. Ich weiß gerade auch nicht, ob es es im PlayStation Store gibt. Also als Emulation oder so. Ich glaube nicht, zumindest nicht in Europa. Aber es spricht ja eigentlich nichts dagegen, wenn man die Möglichkeit hat, sich das Spiel zu kaufen auf eBay oder so und es dann auf dem Emulator zu spielen. PlayStation-Emulatoren funktionieren ja perfekt. Hast du das wirklich nicht? Hast du noch nie was von Chrono Cross gehört? Das ist doch immer, wenn man von PlayStation-Rollenspiel redet, dann sagt man doch normalerweise so, ja, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Chrono Cross, das sind eigentlich so die ersten vier Rollenspiele, die die Leute aufzählen, wenn sie von Rollenspielen auf PlayStation reden. Das Spiel geht halt wirklich lang.
Zumal man es auch häufiger durchspielen kann. Es hat eine Menge Charaktere, die man mit in die Party nehmen kann. Und ja, dauert ziemlich lang. Es hat auch eigentlich nur in relativ entferntem Sinne was mit Chrono Trigger zu tun. Also es sind nicht die alten Charaktere aus Chrono Trigger. Es ist auch nicht unbedingt die alte Welt aus Chrono Trigger. Es ist effektiv sein eigenes Ding, aber trotzdem offiziell der Nachfolger von Chrono Trigger. Es gibt, ich glaube, so zwei, drei Charaktere aus Chrono Trigger gibt es auch in Chrono Cross. Aber sonst bin ich mir da gerade überhaupt nicht sicher. Auch gut. Ja klar, spielst du. Es ist ja immer noch ein gutes Spiel mit einem super Soundtrack. Klar, also zumindest mal den Teil auf dem N64 und das Remake davon auf der Xbox, auf der ersten Xbox, waren ziemlich cool. Und alles, was seitdem mit Conker angekündigt wurde, ist ziemlicher Scheißdreck. Als jetzt vor kurzem für die Xbox One ein neues Conker angekündigt worden ist, nicht für die Xbox One, sondern für das Microsoft HoloLens, ein neues Conker angekündigt worden ist, war ich derbst enttäuscht, weil der Artstyle zum Kotzen aussieht. Richtig, richtig, richtig große Scheiße. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil es mich aufregt, wenn ich darüber nachdenke. War halt richtig schlecht. Da haben sie halt. Ich meine, als damals das Banjo-Kazooie für die Xbox 360 angekündigt worden ist, also dieses Nuts and Bolts, das Spiel war dann auch noch okay. Der Artstyle war auch okay. Er war halt krass anders als die N64-Teile vom Stil her. Aber man hat sich dran gewöhnen können. Jetzt der neue Conker
Der sieht einfach wirklich wie ausgeschissen aus. Der sieht richtig, 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 richtig schlecht aus. So von wegen, ach, keine Ahnung, ich kann es nicht mal beschreiben, es ist einfach nicht gut. In keinster Art und Weise. So, mir ist es gerade noch nie aufgefallen, wie Nepolyt habe ich ihn getauft. Was für ein tragischer Text der hat. Tragischen Text. Ups. Rare heißen die, RARE. Ich meine, die können, naja, was heißt die können, was können die eigentlich noch? Effektiv bringen die jetzt so auch nichts mehr zustande. Die kümmern sich ja nur noch um diese Kinect-Titel bei Microsoft. Und das ist halt richtig verschwendetes Talent. Die IPs werden an andere Entwickler gegeben, die das hinkriegen. Killer Instinct zum Beispiel soll richtig, richtig gut sein. Und ich freue mich auch wahnsinnig auf die PC-Fassung. Aber ja, das, also Rare an Microsoft abzutreten, war immer noch ein riesiger Fehlschlag, meiner Meinung nach. Weil Microsoft einfach keine Ahnung hat, mit denen umzugehen. Ah, ein englischer Block. So. Ja, übersetzen. Duden, was sagst du dazu? Duden. Wie schreibt man einen Strauß, der kein Vogel ist? Straziatella. Strafe. Meine Güte, wie viele Stra-Wörter im Deutschen? Strauß, Straußname, Straußvogel, Straußblume mit Schafes, okay. Du meinst jetzt gerade helfen oder du meinst allgemein helfen? Allgemein möchte ich tatsächlich nicht, dass mir jemand hilft, weil sonst ist das alles, ist der ganze Stil verloren, meiner Meinung nach. Aber wenn du mir jetzt helfen willst, gerne. Wenn du mir sagst, wie ich den Text hier übersetzen kann, dass es Sinn macht, dann bitte.
Oh. Hallo Lucky Jiro oder Lucky. Wie spreche ich dich aus? Lucky Jiro, Lucky Jero. Danke für den Vorschlag. Aber die Sache ist ja, to everyone's beloved Hinawa ist ja an jedermanns beliebte oder geliebte Hinawa. Also. Jiro. Okay. Lucky Jiro. Also so quasi ein bisschen französisch kann das sein. Von der Aussprache her. Ah, okay. Dargeboten klingt kacke. Na doch, lassen wir mal dargeboten. Eden. Nee, nicht wirklich. Ich bin immer noch am Übersetzen. Und wie man hier sieht, ist es auch kein kleiner Block. 35 Zeilen sind nicht wenig. Ja.
Moment, das stimmt so nicht. Achievement Boss. Ja klar, probier es ruhig, das ist gar kein Problem. Ich überleg nur. Nee, vorsichtig, eine Cheerful ist fröhlich. Ich bin mal ganz kurz weg, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Wenn ich mir merken könnte, wie man Cheer Up übersetzt, das wäre echt super. O werden. Ah, Mut fassen. Thank you.
Willkommen zurück. Thank you.
Ich habe mir, wie heißt jetzt, das Mother 3 Handbook habe ich mir gekauft damals. Als Hardcover sogar. Und ist ziemlich gut. Sonst habe ich halt Earthbound als Cartridge, also als Super Nintendo Cartridge. Und ich habe vor kurzem, was heißt vor kurzem, letztes Jahr war das, glaube ich, hat Starman Net einen Kickstarter gemacht. We Are Earthbound hieß der, glaube ich. Und es war halt so ein ganzes Gedöns von Büchern und Shirts und blub, 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 blub. Wo ich halt auch eine gute, wo ich auch gut Geld reingesteckt habe, sozusagen. Aber das ist leider noch nicht angekommen. Ich frage mich, woran das liegt. Wahrscheinlich ist es noch nicht fertig. Earthbound gibt es schon für ein 3DS. Aber nur für den New 3DS. Wenn du einen normalen 3DS hast oder einen normalen 3DS XL, dann hast du leider Pech gehabt. Aus dem New 3DS, weil für den New 3DS jetzt die Super Nintendo Virtual Console angekündigt worden ist, beim letzten Nintendo Direct. Und Earthbound war eins der ersten Spiele, die in Europa gleich dafür gekommen sind. Habe ich mir auch schon wieder sofort geholt. Das dritte Mal, dass ich das Spiel jetzt habe. Testo, abscheulich.
Ja, die Sache ist halt, ich meine, ich glaube nicht, dass es offiziell ist. Inoffiziell ist es aber, glaube ich, relativ bekannt, dass der normale 3DS leider wirklich nicht stark genug ist, um das Super Nintendo perfekt zu emulieren. Und Nintendo gibt halt nichts auf halbgare Emulationen in ihren Spielen. Die wollen halt was Perfektes haben. Und das kriegt halt nur der New 3DS leider hin. Ich meine, ich habe ein New 3DS und habe ich mir hauptsächlich eigentlich nur wegen Monster Hunter geholt. Aber offensichtlich bringt es auch noch für ein paar andere Sachen. Ja, warum auch nicht? Ich meine, Mother 4 ist ja aber hoffentlich klar, das kommt halt nur für Computer, für PC und nicht für Nintendo-Konsolen. Jo, das Thema hatten wir ja vorhin schon. So, ich hab ganz vergessen, dass ja der Slow-Mode drin war. Habe ich mal ausgemacht, jetzt kann man schneller schreiben.
Kopf ist, glaube ich, besseres für ein Kind. Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Es gibt auf jeden Fall keinen von mir. Ich weiß es einfach nicht. Musste mal auf. Moment, ich schreibe es mal in den Chat auf Seiten wie romhacking.net. Da gibt es eine Menge Übersetzungspatches, auch deutsche und vielleicht auch zu Mother 1, aber ich bin mir einfach nicht sicher. Mann, ist das viel Text in dem Block.
Na also. Weniger Arbeit für mich. Ich weiß natürlich allerdings nicht, wie gut oder schlecht der Patch ist. Musst du ihn halt selbst rausfinden. Die 1, 2, 3 zusammengepackt und gepatcht. Wie gepatcht? Ui, das ist krass. Das ist wirklich krass, das wusste ich gar nicht. Muss ich mir mal irgendwann reinziehen.
Item. Oh, wie übersetze ich jetzt Kokomimi? Was sagt ein tolles, schlaues Buch dazu? Ja, mach das.
So, Block fertig übersetzt. Woo! Endlich weitermachen. Aufhören, Script speichern. So. Teil? Was für ein Wii-Teil? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf der Wii keine Trilogie der Mother-Teile gab. Es gab auf dem GBA Teil 1 und 2 und halt einzeln Teil 3. Und nee, das kenne ich nicht. Das kann nichts Offizielles sein, oder? Man kann Links posten, aber ich kann sie nicht anklicken, bevor ich fertig bin im Stream. Aber ich denke mal, dass ich spätestens um 18 Uhr sowieso fertig bin. Für heute. Und dann werde ich es mir auf jeden Fall anschauen. Ich meine, für alle anderen Interessierten ist ja der Link auf jeden Fall im Stream auch direkt drin. Ich werde den Stream später auch noch auf YouTube posten. Kann man sich das auf jeden Fall anschauen.
Ja. Ach, der ist rein, der steht da. Meinst du jetzt einfach allgemein an Patches oder an dem hier jetzt für Mother 3? Achso, das ist jetzt eine gute Frage. Also mir macht das Übersetzen an sich ziemlich Spaß. Und gut, die Bugs zu fixen, das ist halt einfach dann eine Notwendigkeit. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir Spaß macht, aber ich kann auch nicht sagen, dass es mir keinen Spaß macht. Also ich glaube, bisher am meisten Spaß gemacht an der am Übersetzungsvorgang an sich allgemein ist jetzt die Grafiken, die paar Grafiken, die ich bisher gemacht habe, weil das einfach die Herausforderung ist, Grafiken nicht nur zu übersetzen, sondern auch neu zu pixeln, effektiv. Und diese neu gepixelten Grafiken dann eben so auf die exakte Dateigröße kriegen, dass das Spiel einfach die Grafiken schluckt und es nicht davon kaputt geht. Oh, ein kleiner Grafikfehler. Im Hut von Flint ist da verschwindet ein bisschen vom Ofen. Nee, umgekehrt, der Hut von Flint verschwindet ein bisschen wegen dem Ofen. Naja, da kann ich allerdings nichts gegen tun. Mausfieber.
Das ist eine gute Frage mit dem Lieblingscharakter. Eigentlich finde ich Lukas ziemlich gut, aber es liegt halt auch daran, weil es einer meiner Main-Charaktere in Smash Bros. Ist. aber so an sich. So an sich. Das ist eine gute Frage. Muss ich drüber nachdenken. Ah, hier, da sieht man auch, ich habe die Magypsies habe ich eben in meiner Übersetzung als Magoiner übersetzt, weil für mich ist Magypsy so quasi das, die Zusammensetzung aus Magical Gypsy. Also, und ein Gypsy ist ein Zigeuner, Magical, klar, ist magisch, deswegen auch Magoiner. Uiuiui. Der Text auch. Hier dieses: Ich drehe mich in einem Kreis, auf dass ich dir die Richtung weiß. Im Englischen war das gar nicht. Hat sich das, glaube ich, gar nicht gereimt. Ich habe es einfach nur gemacht, weil es sich besser anhört. So, aber was jetzt Lieblingscharakter angeht. Ich denke. Nee, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann echt nicht sagen, wer wirklich mein Lieblingscharakter ist. Weil jeder oder fast jeder Charakter in der Serie hat einfach was Besonderes. Ich meine, Ness hat was Besonderes, Geigers hat was Besonderes, Lukas hat was Besonderes und so weiter und so weiter. Und ich glaube, ich habe keinen festen Lieblingscharakter. Magoina. Oh mein Gott, ja, das ist auch. Das ist behindert. Das ist aber übrigens auch beabsichtigt, mit dieser Art und Weise es zu schreiben. Weil es macht im Englischen der Witz viel mehr Sinn. Wenn der linke Frosch sagt, I am the wrong frog, und der rechte Frosch sagt, I am the right frog. Dann grüße ich deinen Freund mal schön zurück und bedanke mich, dass er zuschaut. Beep.
Und dein Freund soll sich mal einen Account machen, dann kann er auch einen Chat schreiben. Dann braucht er nicht dich, um mich zu grüßen. Dann kann er das selber machen. Was den Wortwitz hier angeht, es ist mir egal, ich nehme es hin. Es ist der beste Wortwitz, den ich da hinkriegen konnte. Es geht nicht anders. Das ist ein schlechter Bug, ein schlechter Bug. Die Menü, was? Warum will der mir dann die Menü? Um Gottes Willen. Zum Glück schmeiße ich die ganzen Artikel raus. Was? Er nennt es die von da unten? Nein, das heißt wahrscheinlich ein. Genau. Übrigens ein richtig dummer, aber cooler Gag in dem Spiel, wenn man Milch mitnimmt, wird sie irgendwann schlecht und wenn man sie noch länger im Inventar lässt, dann wird sie zu Joghurt. Es ist voll genial. Gutes Detail. So, ich denke mal, hier werde ich auch jetzt abschließen. Ich werde mal schauen, dass ich möglichst an der Stelle hier weitermache beim nächsten Mal. Und ich denke da auch, dass ich gleich nächstes Wochenende den nächsten Übersetzungsstream machen werde. Aber für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich mal sehr herzlich an alle, die zugeschaut haben. Und ich sag mal so, der nächste allgemeine Livestream ist dann morgen, allerdings wieder auf Englisch und dann auch nicht Mother 3, sondern da werde ich ein bisschen Pinball spielen. Pinball Arcade und Zen Pinball, weil es mir ziemlich Spaß macht. Dann auch wieder um 15 Uhr oder ne, wahrscheinlich eher 16 Uhr und dann mal gucken. Wäre cool, wenn wer auch immer, du Roxas zum Beispiel oder alle anderen, die zugeschaut haben, morgen auch wieder dabei wären. Und ich sag jetzt einfach mal Tschüss, hat mir Spaß gemacht. Und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.